Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast, so steige ich immer ein, unterstützen wir euch oder Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin weit hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist und bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer, eben in diese eigene Praxis. Ja, die heutige Solo-Folge wird ein bisschen anders als die anderen Solo-Folgen in der Vergangenheit. Und das ist eine Neuerung, die wir jetzt einführen. Bei Solo-Folgen werden wir diese nur noch im Audioformat zur Verfügung stellen, nicht mehr im Videoformat. Der Kanal YouTube wird erhalten bleiben, das schon, aber die Solo-Folgen werden eben nur noch als Audioformat zur Verfügung gestellt. Dann freue ich mich heute sehr, nochmal auf ein paar Fragen einzugehen, die ihr mir gestellt habt über die ganze Zeit und bedanke mich damit auch nochmal bei allen, die die Fragen einschicken, die sich bei mir melden und mit denen ich im Austausch stehe. Ist wirklich richtig toll, freue ich mich drüber. Ebenso freue ich mich darüber, dass wir jetzt im März, Mitte März, die 10.000 Download-Marke geknackt haben. Dass der Provider podcaster.de, mit dem ich das Ganze ja hier mache und durchführe, hat eine Statistik und diese Statistik besagt, dass wir eben in diesem Monat die 10.000 Download-Grenze überschritten haben. Da freue ich mich total drüber. Wir sind ein Nischen-Podcast, das sage ich immer wieder, und ungefähr 1.500 Hörer jeden Monat. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Oh, vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute wollen wir nochmal auf die Fragen eingehen. Wie gesagt, das wird also im Grunde nur eine Frage, die immer mal wieder aufkommt, weil wir ja sehr unterschiedliche Dinge hier im Podcast besprechen, auch mit den Videogästen oder mit den Interviewgästen. Möchte ich heute auf eine Frage eingehen von Dr. Martin S. aus Überlingen, der die Frage gestellt hat: Was sind eigentlich nochmal die konkreten Aufgaben vom Business Talk? Das freue ich mich sehr, dass wir das nochmal rausstellen können. Das besprechen wir also gleich in der weiteren Podcast-Folge. Ja, ansonsten wünsche ich, ne, möchte ich, ne, wünschen noch nicht, das wäre jetzt ein bisschen zu früh. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, auf unsere Veranstaltung Startup Praxis am 6.7.2019 in Dortmund im Signal Iduna Park. Für Infos geht bitte auf die Seite www.startup-praxis.de. Da findet ihr alle Informationen, Hinweise zu dieser Veranstaltung. Ich werde hier gleich nochmal auf YouTube, also alle für die, die es da schauen, nochmal die Seite auch einblenden, sodass man das sich da mal anschauen kann, die ersten Infos vielleicht auch da schon bekommen kann. Die Veranstaltung richtet sich an alle Gründer, an alle Praxisinhaber und alle die, die im medizinischen Bereich unterwegs sind oder vielleicht Gründer oder Praxisinhaber werden wollen in der Zukunft, also auch Gemeinschaftspraxen, größere Einheiten. Wir wollen einfach die Medizin aufbrechen, wir wollen ganz neue Dinge aufzeigen. Wir wollen eine ganz andere Veranstaltung durchführen, als sie bis jetzt da war. Wundert euch nicht, wenn es ein bisschen anders wird als das, was ihr bis jetzt erlebt habt. Seid offen, hört euch mal Dinge an. Kann mich jetzt schon bedanken bei unseren Medienpartnern, dem Thieme Verlag und dem Springer Medizin Verlag, die das werblich auch unterstützen, die redaktionell das Ganze begleiten werden. Da wird es also in den nächsten Wochen und Monaten tolle Artikel geben zu dieser Veranstaltung. Und das soll ja eine wiederkehrende Veranstaltung sein, die wir da durchführen. Aber auch da werden wir nochmal einen speziellen Podcast zu machen und die Gäste, die wir da haben, einzeln vorstellen. So, jetzt freue ich mich darauf, euch die Frage von Martin beantworten zu können im neuen Business Talk Podcast. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Heute nochmal zur Information. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir einige Fragen eingeschickt bekommen und wir diese Fragen jetzt auch mal hier beantworten können. Und zwar hat Dr. Martin S. aus Überlingen, ich habe mal geschaut, das ist in der Nähe vom Bodensee, freut mich sehr, dass wir so weit unten auch gehört werden, die Frage losgelassen. Lieber Oliver, herzlich willkommen. Beschreibt doch nochmal bitte genau die genauen Aufgaben des Business Talk. Was macht ihr in der täglichen Praxis? Und wie könnt ihr uns als Gründer bzw. als Praxisinhaber unterstützen? Martin, das tue ich sehr gerne. Wir fangen einfach nochmal damit an, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir zu Beginn der Podcast-Serie schon mal einige Folgen aufgenommen haben, wo es genau darum ging. Die werden wir auch verlinken. Einmal ging es um das Thema Existenzgründungsberatung, dann geht es um das Thema,
der vier existenziellen Risiken, die für die Niederlassung oder Praxisphase wirklich sehr, sehr wichtig sind und die abgesichert werden sollten. Dann haben wir den erfolgreichen Weg in die eigene Praxis in einer Solo-Folge beschrieben. Und dann gibt es noch die fünf wichtigsten Schritte zur Übernahme einer Arztpraxis. Das ist sicherlich nochmal ein bisschen ausführlicher, als dass ich das heute machen kann, aber möchte natürlich trotzdem nochmal gerne diesen Weg beschreiben. Die Verlinkung zu den Podcasts findet ihr dann weiter unten in den Shownotes. Ja, wenn ich das beschreibe, was ich in der täglichen Praxis mache, ist das sehr, sehr vielfältig, aber eben spezialisiert auf den Arzt, auf den Gründer. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Das Thema Existenzgründung, damit beschreiben wir oder beschreibe ich in meiner Niederlassungsberatung immer den Fahrplan für die Niederlassung. Also das bedeutet letztendlich, wir sprechen über das Thema Gründung einer Arztpraxis, Neugründung. Wir sprechen über das Thema Übernahme einer Arztpraxis. Das haben wir ja sehr häufig in gesperrten Gebieten. Und wir haben einen Einstieg in eine Praxis. Das heißt, ich übernehme einen Geschäftsanteil oder übernehme einen Anteil einer Praxis oder steige einfach in diese ein. Das hat nicht immer unbedingt was mit der Übernahme eines Sitzes zu tun. Es kann auch eine Sitzteilung sein oder ein Jobsharing oder vielleicht in der Privatpraxis einfach nur ein Anteilskauf für die Möglichkeit, in diese Praxis einzusteigen. Und was tun wir bei eben diesen Gründungsberatungen? Es geht einmal los mit dem Thema Sammlung der Unterlagen. Das ist immer ganz wichtig, alle Unterlagen zu bekommen, also Auseinandersetzungen mit. Meist sind es andere Berater, die auf der Seite, auf der gegenüberliegenden Seite sitzen oder stehen oder als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das sind dann Steuerberater, das sind andere Wirtschaftsberater. Das können aber auch sehr häufig mittlerweile, weil wir mit größeren Strukturen in den Praxen zu tun haben, die Praxismanager sein oder die Geschäftsführer einer größeren Einheit. Das kommt also auch vor. Also die Sammlung von Unterlagen beziehungsweise die Sichtung dieser Unterlagen. Dann ist eine große Aufgabe, das nimmt gerade in der Anfangsphase sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, ist die sogenannte Verhandlungsunterstützung, wie wir das nennen, also die Führung von Gesprächen mit den Praxispartnern, eben mit Beratern vielleicht auf der anderen Seite, Fragen, die man stellen muss, damit man die Unterlagen eben sichten kann. Ihr werdet, wenn ihr die anderen Podcasts nochmal hört, hören oder sehen, was tun wir da oder was tue ich da tatsächlich? Da geht es ja sehr tief in die betriebswirtschaftliche Planung. Das sind immer so die Fragen, die wichtig sind, weil man aus der BWA, aus der Gewinnermittlung, seltener aus der Bilanz Dinge lesen kann oder Fragen sich ergeben, die dann wichtig sind für das weitere Vorankommen dieser Praxis. Dann ist es natürlich wichtig, die Entwicklung eines Konzeptes zu erstellen. Was tun wir in der Zukunft? Also wenn ich wir sage, meine ich der Arzt in der Begleitung von meiner Person oder eben von einem Kollegen. Das ist auch immer wichtig, denn wir müssen ja auch die Dinge miteinander abgleichen. Ich habe das vorher mal beschrieben mit wie matcht dann eine Praxis zusammen. Also wir müssen ja wissen, was hat der Abgeber oder der Übernehmer vorher getan, wie passen die Strukturen in der Praxis zusammen. Dann gibt es natürlich weiterhin die Unterstützung bei den Gesprächen bei der Kassenärztlichen Vereinigung, ganz unterschiedlich. Also auch da bieten wir immer unsere Hilfe an, weil die Fragen, die wir vielleicht gemeinsam stellen können, nochmal andere sind, als wenn ihr alleine zur KV geht. Ich würde euch aber nochmal raten, sucht den Draht zur KV. Also jetzt gibt es immer unterschiedliche Meinungen zu dem Thema der Kassenärztlichen Vereinigung. Brauche ich die nicht? Ist das nur ein Wasserkopf oder stellen die mir eher noch Stolpersteine in den Weg? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auf die Berater der KV zugeht, teilweise auch auf Mentoren oder Paten, die euch in der Gründungsphase zur Verfügung gestellt werden, dann macht das viele Dinge einfacher. Ich sage mal, alleine diese Thematik Abgleich könnt ihr genau das abrechnen, was der Vorgänger abgerechnet hat. Fehlen euch vielleicht noch irgendwelche Unterlagen dazu? Das gilt übrigens nicht nur für das Thema des Regelleistungsvolumens oder der sogenannten qualitätsgebundenen Zusatzvolumen. Das geht auch noch um ganz andere Themen, also Arzneimittelbudgets. Auch darüber müssen wir uns mal unterhalten. Aber auch das können wir eben gemeinsam mit der KV sehr gut tun. Es gibt zum Beispiel auch sehr schön Einstiege über Jobsharing oder Teilung eines Sitzes, dass man gemeinsam mit der KV eine sogenannte Schattenrechnung mal anfordert, mal zu gucken, was ist denn möglich an Gewinnsteigerungen in der Praxis, die in dem Rahmen überhaupt möglich sind und so weiter und so weiter.
Und dann ist jetzt letztendlich bei der Existenzgründungsbegleitung, also dieser Fahrplan, natürlich einmal ein zeitlicher Fahrplan, gerade in gesperrten Gebieten, weil da müssen wir gucken, wie kommen wir zeitlich überein, also wie halten wir auch die Regularien der KV ein, bezogen auf die Fristen, die eingehalten werden müssen, Einreichung von Unterlagen und so weiter und so weiter. Aber eben, wir erstellen auch einen Businessplan. Das ist eben ganz wichtig, damit ihr wisst, wie die eure nächsten 3 bis 5 Jahre in der Zukunft aussehen und wie wir die gemeinsam planen können. Und das ist nochmal ein großer Teil dieser Beratung. Dann, last not least, in der Existenzgründungsphase der Hinweis auf vertragliche Themen, also das Thema Mietvertrag, das Thema Mitarbeiterverträge, das natürlich der Kauf- oder der Anteilskaufvertrag oder auch der Übernahmevertrag, wobei ich ganz klar sagen muss, wir erstellen diese Verträge nicht, das dürfen wir auch nicht, weil das eine Rechtsberatung wäre, sondern wir gucken immer aus kaufmännischer Sicht auf Verträge, können aber sicherlich einiges vorbereiten und können auch schon mal schauen, was steht vielleicht in den alten Verträgen drin, was für euch in der Zukunft einfach wichtig ist. Ja, und dann natürlich, wie gestalten wir die Verträge, die neuen Verträge? Und da rate ich einfach immer, einen Rechtsanwalt mit ins Boot zu nehmen und auch einen Steuerberater mit ins Boot zu nehmen. Denn allein so ein scheinbar profanes Thema wie wird der Kaufpreis denn in dem Vertrag aufgeführt als einzelne Position, wie splitte ich Dinge auf, damit ich die hinterher vielleicht steuerlich auch vernünftig betrachten kann, da muss auf jeden Fall ein Steuerberater mit ins Boot kommen. Das war sowieso wichtig, weil auch bezogen auf die Erstellung des Businessplans immer wieder Fragen entstehen können. Also, das ist so ein bisschen dieses Thema Gründung, Existenzgründung und Fahrplan für die Niederlassung. Wenn klar ist, dass ihr übernehmen wollt, dass ihr einsteigen wollt, dass ihr gründen wollt, wenn wir diesen Prozess eben begleitet haben, dann ist natürlich immer die Frage auch, es kommt sehr, sehr häufig, wundere ich mich teilweise selbst immer, dass da so viele Fragen kommen, aber das ist auch ganz wichtig, weil da geht es natürlich nochmal um auch wirtschaftliche Themen. Das ist einmal das Thema der Finanzierung. Also wir bereiten mit dem Businessplan die Finanzierung so weit vor, dass ihr zur Bank gehen könnt und mit der Bank dieses Thema gut abhandeln könnt und mit der Bank eben auch darüber sprechen könnt, wie möchte ich denn meine Finanzierung gestalten. Und auch das habe ich immer wieder gesagt in den Folgen, die wir unten verlinkt haben. Es gibt nicht die Möglichkeit, eine Praxis zu finanzieren oder die Praxisfinanzierung. Es gibt nur eine oder eure individuelle Praxisfinanzierung. Die sprechen wir vorher durch und gehen dann gemeinsam mit dem Konzept zu den Banken und holen uns das Angebot der Bank ab. Ne? Ihr seid kein Bittsteller, ihr habt eine tolle Praxis, ihr habt ein tolles Unternehmen zu bieten und von daher wird sich auf jeden Fall eine Bank finden, die tolle Angebote macht. Ja, dann haben wir das Thema Absicherung, Versorgung, existenzielle Risiken in dieser Phase. Auch da beraten wir natürlich, weil es sehr, sehr wichtig ist. Ihr habt zu jeder Zeit Versicherungen abgeschlossen, Vorsorgeverträge in irgendeiner Art und Weise gemacht. Aber die müssen natürlich jetzt angepasst werden. Dabei können wir unterstützen. Das ist ein ganz einfacher Weg, indem wir einfach gemeinsam entweder die Dinge planen und besprechen und ihr es dann umsetzt oder indem ich euch dabei unterstütze, auch diese Möglichkeit besteht, ist aber genauso ein individueller Prozess wie das Finanzierungsthema. Aber die existenziellen Dinge sollten da zur Planung der Niederlassung besprochen werden. Das gehört eben auch mit zur Beratung. Das ist natürlich nochmal anders beim Einstieg in eine Praxis. Da sind häufig ja schon sehr viele Versicherungsverträge, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik, Cyber ist jetzt ein Riesenthema gerade. Aber auch diese Dinge sind wichtig und die müssen wir besprechen und dann eben auch mit den Praxispartnern klären. Und man wundert sich immer, was in so alteingesessenen Praxen für alte Verträge teilweise noch sind. Übrigens, die Versicherungsverträge spielen noch immer eine Rolle bei dem Übernahmevertrag oder bei dem Einstieg in eine Praxis. Deshalb haben wir an unterschiedlichen Stellen immer wieder Schnittmengen zusammen. Und deshalb macht die ganzheitliche Beratung da unglaublich viel Sinn. Ja, das ist so der grobe Einstiegsprozess. Ihr merkt schon, allein darüber habe ich jetzt schon eine Viertelstunde gesprochen. Das ist sehr, sehr viel und sehr, sehr vielseitig vor allen Dingen auch und sehr individuell und nimmt eben auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb die Frage danach, wie lange dauert denn dieser Prozess? Ich bin sehr froh, wenn wir mindestens, und da werden wahrscheinlich einige schon sagen, das ist mir zu knapp, aber deshalb sage ich mindestens ein halbes Jahr Zeit haben. Lieber ist mir, wenn wir ein Jahr Zeit haben oder vielleicht noch mehr,
weil wir dann einige Dinge besser planen können. Ich denke da an einige, die sogar jetzt fast 2 Jahre vor der Niederlassung die ersten Gespräche suchen, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte, damit wir in Ruhe viele Dinge planen können, sei es jetzt zum Beispiel für Qualifikationen, die noch erworben werden müssen, sei es für vertragliche Dinge, die man vorher klären muss, sei es Kündigungsfristen beim Arbeitgeber einzuhalten und, und. Sehr, sehr umfangreich. Ja, und dann kommen so Dinge, die eigentlich sehr viel mit der Existenz, wenn wir dieses Thema Existenzgründung besprochen haben, da kommen gerade in der Gemeinschaft nochmal so Fragen auf zum Thema, wie sind alte Strukturen, muss ich die aufbrechen, was ist, wenn ich neue Ideen habe, wie sind Regelungen der Gesellschaft da untereinander, Einstieg beim in die Praxis, Ausstieg aus der Praxis zu regeln. Also wenn ich da an 2 aktuelle Fälle denke, zum Beispiel, wenn ein Arzt, der die Praxis abgeben möchte, aber zurzeit aufgrund der besonderen Situation keine, also für ihn besondere Situation, keine Nachfolger gefunden werden können, was machen wir dann? Da müssen wir uns ja eine Strategie dazu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, sein Lebenswerk aber trotzdem weiter fortzuführen oder fortführen zu lassen, auf welchem Weg auch immer. Also wirklich einen Plan machen, sich hinsetzen, wann wollen wir was erreichen, welchen Schritt gehen wir dann danach, also das wirklich grundsätzlich zu planen. Und die Erfahrung zeigt eben, je mehr Planung, umso mehr Sicherheit und umso größer sind auch die Chancen, auch eine Praxis in einem vielleicht sehr im Augenblick auch unterversorgten Gebiet oder wo wir wenig Nachfolger haben, die eine Praxis übernehmen möchten, dass das immer funktioniert, wenn man wirklich alle Wege versucht zu gehen. Und da gibt es tatsächlich einige, lasst euch nicht entmutigen und vor allen Dingen nicht sagen, das ist alles ganz schwer mit der Praxis. Es fehlt oft nur die richtige Struktur dahinter und dann bekommt man langfristig gesehen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, einfach die Praxen auch immer noch gut übergeben. Und nicht nur gut, sondern meist, dass alle wirklich zufrieden sind. In einem anderen Fall ist es zum Beispiel so, dass man, je länger Zeit man hat oder wir in diesem Fall haben, wir eben auch entwickeln können, wenn es zum Beispiel um größere Privatpraxen geht, die wir auch immer häufiger haben in einigen Bereichen, wo wir Anteilsverkäufe haben aus der Praxis heraus, die wir auch frühzeitig mitentwickeln, wo wir eben sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn, einen jungen Praxispartner schon mit ins Boot zu nehmen. Für besondere Fachrichtungen gibt es eben auch besondere Lösungen. Da ist es einfach wichtig, auch da wieder frühzeitig und strukturiert zu planen, mit allen Beteiligten sich an den Tisch zu setzen, das zu besprechen. Das ist auch nicht immer leicht, weil alle unterschiedliche Meinungen da zusammengeführt werden müssen. Aber glaubt mir, es macht sehr viel Sinn, dass ihr das anstoßt. Und selbst wenn ihr jetzt der junge Einsteiger, der junge Praxispartner seid, bietet einfach Gespräche an und sagt einfach, wir brauchen dazu einen Moderator, der das Ganze versucht zu lenken und der unabhängig von dem eigentlichen Prozess agiert, also außer von außen guckt und sagt, diese Möglichkeiten habt ihr, denn dann fühlt sich keiner über den Tisch gezogen, dann fühlt sich keiner überfordert. Das ist ganz, ganz wichtig, in einer Situation auch mit offenen Karten zu spielen und vor allen Dingen vor den Gesprächen einfach mal zu sagen, was wollen wir denn überhaupt, wenn wir hier zusammensitzen und warum stellt einer vielleicht auch ein paar blöde Fragen oder unangenehme Fragen, die aber gestellt werden müssen, damit wir weiterkommen in der Praxis. Sehr häufig haben auch Mediziner vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren Entscheidungen getroffen, die sie vielleicht heute ganz anders sehen. Also öffnet euch und öffnet vor allen Dingen das System Praxis bei euch, setzt euch zusammen, kommuniziert ich lehne mich mal aus dem Fenster, 80% aller Fälle haben wir eher ein Kommunikationsproblem und weniger ein strukturelles Problem oder dass wir das nicht gelöst kriegen. Wenn wir das also geklärt haben, wie seid ihr in die Praxis eingestiegen, dann ist eine weitere Aufgabe von uns aber natürlich auch die Praxis weiterzuentwickeln. Da haben wir jetzt jüngst noch ein paar Podcasts so aufgenommen, also einmal Geschäftsmodelle für die Arztpraxis, was ist mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung, also Human Resources, wie entwickelt ihr die weiter, das kann ich nicht alles selbst tun, das wäre vermessen, aber da habe ich tolle Kooperationspartner. Da könnte ich Tipps geben oder ihr hört euch selbst um. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, einfach sich mal Meinungen zu hören. Glaubt nicht alles, was ich euch erzähle. Also, weil ich das für gut halte, muss das für euch noch lange nicht gut sein. Öffnet euch auch da, guckt euch andere Bereiche an.
An der Stelle könnte ich natürlich jetzt wieder sagen, kommt einfach mal am 6.7. zum Startup-Praxis-Event. Da lernt ihr viele tolle Menschen kennen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber auch da gibt es ja viele andere tolle Events, an die ihr euch wenden könnt. Ja, dann das Thema Arzt-PR. Also was kann ich denn tun in dem Rahmen, der mir wirklich möglich ist? Denn es gibt ja auch bei dem Thema sowieso immer wieder ganz viele Fragen. Was darf ich denn überhaupt als Arzt für Werbung, für Public Relations, für mich, für meine Praxis, für das, was ich mache, tun? Auch darüber sprechen wir und auch darüber können wir wertvolle Hinweise und Tipps geben. Und natürlich ein großes Thema in der Zukunft ist die Entwicklung, die digitale Entwicklung. Viele sprechen von der digitalen Transformation, viele sprechen von disruptiven Prozessen, alles furchtbare Begrifflichkeiten. Wichtig sind immer, dass auch da die Praxis mit ins Boot geholt wird, dass ihr das gemeinsam tragt. Das ist für mich unumgänglich. Also die Mitarbeiter müssen diesen ganzen Prozess mitgehen. Ich denke dann nochmal an das Interview, das jetzt vor einiger Zeit gelaufen ist mit dem Dr. Ralf Jäger, ein toller Mensch und der hat auch wirklich gute Prozesse in der Praxis beschrieben, wie das Ganze top laufen kann und wie ihr eine Praxis mit Mitarbeitern, mit Kollegen gemeinsam entwickeln könnt. Ja, und dann letztendlich geht's weiter in die Begleitung von Praxisentwicklung und Praxisprozessen. Auch das mache ich nicht alleine, auch da biete ich immer Hilfe und Unterstützung an, denn da kommt es sehr, sehr häufig zu fast Krisen. Also von der Gründung an, wo sehr, sehr viel Euphorie mit eingebracht wird, aber der Arzt, der Mediziner häufig feststellt, Mensch, ich bin jetzt in der Führung ganz alleine, also in der Führungsposition ganz alleine. Ich muss mich jetzt um die Mitarbeiter kümmern und ich muss eben alles selber tun. Also eine Führungskrise oder auch eine sogenannte Autonomiekrise, die da bewältigt werden muss, aber wo man ganz klar auch da wieder strukturierte Prozesse einleiten kann. Das nächste ist das Thema Kontrollkrise. Ich muss ja alles selber nachvollziehen und also gerade dieses Thema Abrechnung mit der kassenärztlichen Vereinigung, Privatabrechnung nachhalten. Wie können wir da unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Das geht im Grunde einher in den ersten Monaten der Praxis, dass diese Dinge sich auch mal abwechseln. Dann merkt ihr sehr häufig, dass es sehr bürokratisch ist, dass ihr sehr viele Dinge nachhalten müsst, dass ihr sehr viele Dinge als Beweisführung tun müsst, also dass die ganzen Akten, die ihr führen müsst, dass es vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist. Auch darüber gibt es klare Prozesse, kann man weiter tun. Also das Ganze wird sehr komplex. Das Ganze wird in dieser Phase eben auch von uns begleitet und auch da gibt es tolle Möglichkeiten, wie wir gemeinsam arbeiten können und wie wir euch gemeinsam auf diesem Weg zum erfolgreichen Unternehmer, also nicht nur in der Praxis arbeiten, sondern auch an der Praxis, am Unternehmen Praxis arbeiten, weiterhelfen können. Ich habe vorhin auch noch eine Sache, jetzt fällt mir, vielleicht ist das jetzt ein kleiner Sprung, den ich nochmal mache, aber ich habe vorhin nochmal gesagt, dass das Thema Begleitung auch von betriebswirtschaftlichen Prozessen ja wichtig ist. Also Investitionen, die ihr in der Zukunft treffen wollt, Anschaffungen, die getroffen werden können oder die getroffen werden sollen, machen die Sinn? Auch da helfen wir immer und da hilft uns immer der Businessplan, den wir immer fortschreiben können, den wir mit euch begleiten können und den wir wirklich anhand von Kennzahlen ganz einfach sagen können, was passiert an welcher Stelle, wenn ihr welche Investition trefft. Ne? Also Mitarbeiter einstellen, Räumlichkeiten vergrößern und da können wir wirklich euch helfen. Also für alle die wirklich auch sehr strategisch, was das angeht, vorgehen wollen, gibt es tolle, tolle Möglichkeiten, diesen Businessplan als, ich nenne es jetzt mal, Spielzeug einzusetzen, um diese Dinge vernünftig zu planen und damit auch ja letztendlich die Gewinne zu optimieren, was für viele Ärzte ja immer so ein bisschen ein Damoklesschwert ist, also zu sagen, um Gottes Willen, ich bin doch Arzt, kann ich unternehmerisch denken und handeln? Ja, das müsst ihr sogar unternehmerisch denken und handeln, weil, glaubt mir, in der Zukunft werden wir über ganz andere Dinge sprechen. Es geht nie gegen den Patienten, es geht immer zum Wohle des Patienten. Es hat euch aber keiner verboten, zu sagen, ich muss oder ich will unternehmerisch denken und handeln. Ja, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Bis hin dazu, dass dieser Prozess von uns eben monatlich, das ist in der Anfangsphase der Fall, quartalsmäßig oder dann auch halbjährlich bis jährlich immer wieder begleitet und nachvollzogen wird. Also
Mit den meisten meiner Mandanten habe ich sogenannte dauerhafte Vertragsbeziehungen, dass wir also sagen, wir treffen uns immer mal wieder, wir besprechen die Praxis, schauen uns den Businessplan an, schauen die Entwicklung an, die fachliche, die persönliche, stimmen Investitionen miteinander ab und so weiter und so weiter. Also das lohnt sich wirklich, um den erfolgreichen Weg miteinander zu gehen und abzustimmen. Das kann, wie gesagt, nochmal, nicht alles alleine tun. Da habe ich Kollegen, mit denen wir da zusammen oder denen ich zusammenarbeite. Aber dieser Prozess wird immer abgestimmt, miteinander begleitet und das ist unglaublich wichtig. Und damit werdet ihr erfolgreich in die Praxis starten, ob als Gründer, ob als Übernehmer oder ob als Anteils- oder Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis, also Anteilskäufer in eine Gemeinschaft. Diese Möglichkeiten habt ihr. Ja, Martin, ich hoffe, damit ist nochmal klar geworden, was ich tue in meinem täglichen Prozess, was ich tue in meiner Arbeit. Ich verstehe das Ganze aber immer ganzheitlich und das ist mir auch total wichtig, dass wir miteinander sprechen. Und warum sage ich, ich möchte euch zum Unternehmer machen? Das ist hat im Grunde nur den einzigen Grund, weil macht euch langfristig nicht abhängig von irgendwelchen Beratern. Sucht Weiterbildungsmöglichkeiten, sucht Fortbildungsmöglichkeiten, macht euch so selbstständig, wie es geht. Und an der Stelle entwickelt eure Stärken, entwickelt auch eure Schwächen, aber investiert nicht zu viel Zeit in die Entwicklung der Schwächen nach dem Motto, ich muss alles können. Nein, das müsst ihr nicht. Ihr müsst vielleicht eine gute Grundstruktur haben. Ich erinnere mich an ein schönes Gespräch mit mit zwei Damen vom Denke Groß Institut, das auch noch veröffentlicht wird in den nächsten Monaten. Da haben wir den Arzt als sogenannten Basisökonomen beschrieben. Fand ich sehr, sehr schön, diesen Gedankengang. Also es muss eine Grundlage für alles geben. Ihr müsst aber nicht in allem perfekt sein. Also auch da könnt ihr euch Experten ins Boot holen. Aber löst euch, werdet gesamtheitlich zum Unternehmer. Nochmal, stärkt eure Stärken. Legt eine Grundlage für die Schwächen. Und sollte es Dinge geben, die ihr einfach nicht gerne machen wollt oder könnt, sucht euch jemanden, mit dem ihr da vertrauensvoll zusammenarbeitet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Weg in die eigene Praxis, eine erfolgreiche Entwicklung der eigenen Praxis, aber auf jeden Fall bleibt unternehmerisch, macht was draus. Ihr habt einen tollen Job und ihr macht einen tollen Job und ich weiß, wir werden in der Zukunft ganz, ganz, ganz viele junge Ärzte sehen, die in die Praxis einsteigen und die wieder Spaß an dem Thema Niederlassung und eigene Praxis haben. In diesem Sinne, ich sag's nochmal, bleibt unternehmerisch. Bis dahin. Tschüss.